So, herzlich willkommen zu einem exklusiven Testvideo. Wir haben hier den Corona-Test, den Schnelltest zur Eigenanwendung im Test. Jawohl. Und es ist ein sogenannter Lollipop-Test, das heißt, der wird in den Mund eingeführt. So, ja, Moral. So, es gibt auch die Analtests, aber die testen wir jetzt hier nicht. So, wir packen erstmal alles aus, hier, was hier drin ist. So, hier kommen noch ein paar lustige Zettel raus. So, die brauchen wir nicht. Die wollen wir auch nicht. So, erstmal packen wir hier das Ding aus. Das ist nämlich der eigentliche Teststreifen oder keine Ahnung, wie man das nennen mag. So sieht das Ganze aus. Hier kommt die Flüssigkeit drauf geträufelt und hier kommt die Flüssigkeit drauf geträufelt und hier wird angezeigt, ob man Corona hat oder nicht. So, dann packen wir das nächste aus. Das ist dieser komische Zylinder, den ich meinte, und die olle Flüssigkeit. So, komm raus hier. Boah, so viel Müll, ey. Greta wird weinen. So, dann machen wir das auf hier. Ja, ganz wichtig, erstmal aufmachen den ollen Zylinder. Dann packen wir die olle Flüssigkeit da rein. Spritz, 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 Spritz. So sieht das Ganze aus. Ist also nur so ein ganz bisschen Flüssigkeit da drin. Das ist in Ordnung. So, jetzt baue ich hier das Wattestäbchen. Ja, ich brauche mal eben hier eine helfende Hand. Kannst du das mal eben halten? Ich muss eben hier das olle Ding auspacken, ey. Ich pack das olle Ding mal aus. Jo. So, jetzt haben wir hier das Wattestäbchen und diese Flüssigkeit. Dann nimmt man das Wattestäbchen und packt das im Mund. Unter die Zunge, über ein bisschen reiben. Richtig schön einspeicheln. Ja, normalerweise erstmal eine halbe Stunde vorher nichts essen und nichts trinken. Ich habe natürlich jetzt Kaffee getrunken. Also wird der Test wahrscheinlich ungültig ausfallen. So, jetzt packe ich das Wattestäbchen mit dem Sabber dran hier rein. Und macht das hier in der Flüssigkeit so ein bisschen, ne, dass das sich schön vermischt wird. Ja, schön schaumig soll es werden. So ist das gut hier. So, das soll auch schon reichen. So, nochmal ordentlich auswringen das Ganze. So. So, der ist schon mal fertig. Jetzt machen wir wieder die Kappe da drauf. Weil wir wollen ja nur 3 Tröpfchen auf diesen Test träufeln. So, mal gucken, ob ich hier ein bisschen besser einfangen kann hier. So, komm schon. Und jetzt geht das los hier mit den Tröpfges. Ein bisschen auf das Ding draufdrücken, dann kommen auch ein paar Tropfen heraus. 1, 2, 3 Tropfen. So, das war's schon. An die Seite legen. Und jetzt kann man gleich hier sehen, na komm schon, wie im Prinzip, also die Flüssigkeit muss jetzt erstmal da hochwandern. Man soll jetzt den Test nicht mehr bewegen. Innerhalb von 10 Minuten sollte das Ergebnis da sein. Meist geht es aber auch ein bisschen schneller. Und man sieht ja hier auf der Packung, positiv ist, wenn 2 Streifen da sind. Negativ ist, wenn 1 Streifen oben ist. Und wenn 1 Streifen unten ist, ist das Ganze ungültig, weil irgendwas nicht geklappt hat. Jo, jetzt sieht man schon hier, die Flüssigkeit wandert hier schon hoch. Ne? Und das dauert einen Moment, deswegen mache ich eben Pause. So, ich habe jetzt hier nicht mal 5 Minuten gewartet, das waren vielleicht 3-4 Minuten, wenn überhaupt. Und man sieht schon, oben hier kommt der erste Strich so langsam durch. Ja. Genau, oben der Strich heißt also negativ, ich habe kein Corona. Müssten also 2 Striche da sein, wenn ich Corona hätte. Genau, oder sogar 3 Striche hier irgendwie. Aber da ist nur ein Strich. Also, da ist nur ein Strich. Ach, ey, blödes Handy hier. Kannst du dich mal entscheiden? So, und deswegen bin ich Corona-frei. Ja, so funktioniert das Ganze. Also eigentlich schnell gemacht. Und wenn der Test dann 10 Minuten gelegen hat, dann verändert sich da auch nichts mehr dran. Und dann kann man den theoretisch auch mitnehmen und vorzeigen. Ist allerdings ein Selbsttest, also ein Eigentest, ist kein PCR-Test. Wird also nicht irgendwie anerkannt, wenn du irgendwo nur mit 3G oder so reinkommst, dann bringt das nichts. Es ist nur ein Selbsttest
Und wenn der hier positiv ausschlagen würde, würde das bedeuten, man muss also einen PCR-Test machen und ja, dann in Quarantäne oder keine Ahnung was. Ja, so ist das.